Was geht ab, Freunde? Stefan hier von Viel FIFA und herzlich willkommen zu einem weiteren Pack-Opening. Heute sind wir beim Team der Woche Nummer 3 angelangt und hier sind sowas von starke Spieler dabei. Zum einen Miranda, Marquinhos, wen gibt's noch? Valbuena, Hulk und was hat der für Stats? Schaut euch das mal an. 87 Tempo, 88 Schuss, ach du Scheiße. Und Kopfball auch noch von 75, also der lässt wirklich keine Wünsche offen. Lukaku dann noch, Lewandowski, Rakitic, Pandev. Kolka hier, das ist glaube ich Diego Alves, Dida, Traoré, Samaras und so weiter und so fort. Also wirklich überragende Spieler am Start. Ihr seht es auch, wir haben hier ein paar FIFA-Points aufgeladen, haben jetzt 4600. Ich weiß nicht genau, wie viele wir jetzt hier ziehen werden. Vielleicht so 5, 6 Packs oder so, je nachdem. Denn ich würde gerne mehrere Episoden machen und ein Video dauert wahrscheinlich sowieso an die 10 Minuten. Jetzt bin ich hier aus Versehen auf FIFA-Points draufgegangen. Wir müssen natürlich hier zu Sets ansehen, beziehungsweise direkt zu Gold-Sets. Denn was anderes wollen wir auch nicht. Und ja, wir fangen dann auch mal direkt an. Verwende Münzen, FIFA-Points, um Sets zu kaufen. Verdiene Münzen, indem du Spiele bestreitest. Jawohl. Wir haben FIFA-Points, werden jetzt hier das erste Pack öffnen. 150 hauen wir jetzt auf den Kopf und schauen uns das jetzt hier auch direkt mal an. Und wen bekommen wir? Es ist Grenier von Lyon. Wir haben hier sehr viele Spieler gezogen, aber irgendwie keine guten. Marvaux oder so, kommt mal auf die Transferliste. Ich würde sagen, wir fügen einfach alles dazu, dann dauert das auch nicht so lange. Zakwani, glaube ich, auch nur noch 3 Sterne, das gibt es, glaube ich, letztes Jahr noch 4. Reyes hat zumindest hier ein gutes Tempo und Ginter, naja, vielleicht ist das was wert. Wir werden einfach alles mal jetzt, haben wir überhaupt Verträge? Wir haben nur einen Vertrag, ist das normal? Ey, so viele Spiele hatte ich, glaube ich, noch nie. Was ist denn da los? Pazan, Petri Pazan. Ich glaube, der war auch mal bei Werder. Naja, wir werden jetzt einfach alles hier zum Verein. Das geht so mit L1. Ja, wir wollen alles zum Verein hinzufügen. Ich mache das dann später. Werde nicht alle Spieler behalten. Werde auch welche von verkaufen. So, und wenn ihr auch Packs öffnen wollt, keine Münzen habt, keine FIFA-Points, schaut mal in der Videobeschreibung nach. Dort findet ihr bei MMOGA, unserem Sponsor, alles mögliche FIFA-Points, Coins für die PS3, für Xbox 360 und für den PC, die mittlerweile auch billiger geworden sind. Also dort könnt ihr auch dann was kaufen. Und ja, falls ihr mal ein Pack öffnen wollt, beziehungsweise Packs, dann kommen wir auch direkt zum nächsten Pack. Und jetzt haben wir drin... Ach du Scheiße, meine Güte, schon wieder Marvaux, das kann doch nicht wahr sein, ey. Also unfassbar. Es gibt so viele Spieler und wir ziehen hier einfach, ja und jetzt haben wir sehr wenige Spieler drin, jetzt haben wir aber LA zu LS, naja, was haben wir sonst noch so drin, also dieses Pack war auch wieder nicht so wirklich gut, zwar einen schnellen, aber so wichtig ist Schnelligkeit jetzt auch nicht mehr, deswegen war das Pack jetzt eher nicht so toll, wir werden einfach mal alles zum Verein hinzufügen, kommen dann auch zum dritten Pack und ich hoffe, diesmal haben wir was Gutes drin. Das wollen wir jetzt nicht ziehen. Wir wollen hier eins mit El Shaarawy ziehen. Oh, Trommelwirbel. Wen ziehen wir? Wen ziehen wir? Komm, gib uns was Gutes. Gib uns was Gutes. Und... Oh, Mann. Was ist denn da los? Das lohnt sich ja irgendwie bisher gar nicht. Was haben wir sonst noch so drin? Hier ein Everton-Trikot. Ah, das war ja wieder nichts. Burini, auch kein wirklich guter. Elias, na, aber... Lustenberger, also naja. Auch jetzt nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. So, jetzt kommen wir zum nächsten Pack, zum vierten, um genau zu sein. Aber jetzt muss echt ein guter Spieler drin sein. Was soll denn der Scheiß hier? Komm schon. Ärger, naja, immerhin. Und Wellington. Naja, also immerhin eine Steigerung zu vorher. Dann haben wir hier Agger, ein richtig guter Innenverteidiger von der BPL. Also jetzt nicht richtig gut, aber immerhin eine 82er Bewertung. De Jong, hier irgend so ein von der Russian League. Dann noch hier einer aus der Russian League, so sieht die jedenfalls aus. Fitnesskarte für die ganze Mannschaft. Naja, also immerhin ein besseres Pack, das müsste so ja die 7500 Münzen, die man normalerweise zahlt, einbringen wieder. Auf jeden Fall ein besseres Pack als vorher. Jetzt kommen wir dann auch zum Pack Numero 5. Ne, warten wir hier mal ab, bis wir einen guten Spieler haben. Nee. Das gefällt mir nicht. Nee, ich will was Besseres. Messi wäre gut. Komm, wir brauchen jetzt einen Messi drauf. Oder Alaba geht auch. So, 150 FIFA Points möchten wir jetzt bezahlen für dieses Pack. Und diesmal haben wir drin... Es ist
Amrabat. Ja, 4 Sterne Skiller von Galatasaray, aber der ist auch nichts wert. Also, ich bin bisher auf jeden Fall enttäuscht. Rinaldo, auch kein guter Mann. Ah, jawohl, ein gratis Goldset. Das wollen wir natürlich auch gleich direkt einlösen. Was haben wir sonst? Fitnesskarten und so weiter und so fort. Kommt einfach alles zum Verein hinzu. Und jetzt gehen wir dann auch direkt mal hier zum Gratis-Set. David Alaba, komm schon, gib uns was Gutes. Ich glaube, ein Seltener ist drin. Und, ach du Scheiße, Kabea und Gomez und Adam, meine Güte. Aber hier immerhin Spalletti mit dem Glatzkopf. Hä, ist der jetzt in der Russian League? Ja, naja, bringt dann auch nicht viel. Was haben wir hier? Basic, ach, meine Güte. Naja, immerhin besser als gar nichts. Also dieses Gratis-Set war auch gar nicht mal so schlecht. So, und jetzt kommen wir dann auch zum letzten Pack, würde ich sagen. Hier sehen wir jetzt nochmal Team der Woche. Lewandowski, Hulk und Lukaku. Also einen von denen müssen wir doch ziehen. Bitte, bitte jetzt. Ey, kommt schon. Gib uns einen, wenigstens einen guten. Falcao wird uns Glück bringen. Und jetzt kommen wir zum finalen Pack. Dieses Pack Openings. Und wir haben diesmal drin. Ich will gar nicht hingucken. Wen haben wir drin? Ach du meine Güte. Jagielka. Kein wirklich guter Mann. Schäfer auch nicht wirklich so gut. Juru. Verträge, Verletzung, Basic wieder. Und ja, auch nicht so wirklich was Gutes. Und deswegen packen wir jetzt mal einfach wieder alles zum Verein. Boah, ich will eigentlich noch ein Pack ziehen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich guck mal, wie viele Minuten wir haben. Wir haben schon, glaube ich, 7 Minuten ungefähr. Komm, ein Pack muss noch drin sein. Ein Pack muss noch drin sein. Aber diesmal mit Messi. Diesmal auf jeden Fall mit Messi. Ah, Vidal ist nicht so gut. Nee, wir wollen, da ist er. So. Und jetzt. Das spinnt irgendwie wieder mit der HDPVR. Das sieht alles hier so. Hier seht ihr das bei den 150 Points. Also ich muss mir da echt mal was Besseres zulegen. Diese HDPVR geht mir langsam auf den Sack. So, jetzt kommen wir zum letzten Pack. Und wen haben wir? Bah, Motta, das kann doch nicht deren Ernst sein. Motta, Mann. Leandro, Salino, Bonucci und sonst noch Verträge. Ach du Kacke, hier haben wir schon wieder diesen Petrusco und ja, also das war echt gar nichts. Also dieses Pack-Opening hat mir nicht so gut gefallen. Keine wirklich guten Spieler dabei. Naja, wir hoffen, dass es beim nächsten Pack-Opening dann besser sein wird. Natürlich wird die Pack Road to Glory auch die Tage folgen. Das war es soweit von mir. Falls ihr noch FIFA-Points und so weiter und so fort wollt, also Coins oder so, schaut in die Videobeschreibung nach. Dort findet ihr das alles. Und das war es soweit von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!